Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA 5 Online. Und zwar gibt es heute mal ein Video zu dem neuesten GTA 5 Online DLC. Und heute möchte ich mich mit euch einfach mal darüber unterhalten, wann denn das neue GTA 5 Online DLC wohl erscheinen wird und worüber es wohl handeln wird. Das sind heute natürlich wieder Spekulationen, weil leider bis heute hat Rockstar Games immer noch nichts Neues zu diesem neuen GTA Online DLC preisgegeben, und das letzte DLC ist ja schon über 3 Monate her, also wirklich eine beachtliche Zeit. Ja, was das alles für uns bedeutet und noch viele weitere Infos mehr, die gibt es heute hier in diesem Video zu sehen. Und wenn dir das Video dann auch gefällt, dann kannst du mir das natürlich gerne zeigen mit einem Daumen nach oben oder auch einem positiven Kommentar, und abonnieren kannst du diesen Kanal hier natürlich auch gerne für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Ja, und jetzt würde ich sagen, lass uns direkt mal mit dem Video anfangen. Also, wie bereits gesagt, heute reden wir darüber, wann das neue GTA 5 Online DLC herauskommt. Denn es ist ja so, das letzte DLC kam ja am 20. März raus, wenn ich das hier richtig auf Twitter lese, denn ich habe gerade nochmal schnell geguckt, wann das letzte DLC rauskam. Das war nämlich das Southern San Andreas Super Sport Series DLC. Das wäre so ein kleines DLC mit so ein paar Autos, also wirklich riesigen Content hatte das nicht. Und das hat halt Rockstar Games am 20. März 2018 gepostet, und heute haben wir halt schon Juni, ja, und das war dann halt schon vor mehr als 3 Monaten. Ja, und da ist jetzt natürlich die Frage, wann ist es denn endlich soweit? Wann gibt es das neue GTA 5 Online DLC? Das Gute ist daran ja immer, Rockstar Games veröffentlicht seine DLCs ja immer an einem Dienstag, von daher müssen wir jetzt eigentlich nur noch Dienstage schauen. Aber was ich damit meine, das werdet ihr gleich erfahren. Ja, heute ist ja so, heute haben wir den 19. Juni, das ist ja ein Dienstag, und das bedeutet ja, heute ist immer noch kein neues DLC erschienen. Wann wird jetzt also das nächste DLC erscheinen? Und da ist ja die Sache, das hat ja nochmal der Leaker Jan2295 vor einigen Wochen auch schon wieder gepostet, ja, denn der hat schon mal darüber geschrieben, um was es denn gehen wird, um was dieses DLC handeln wird. Da werde ich gleich drauf eingehen. Der wesentliche Punkt, auf den ich mich jetzt aber beziehe, ist, dass er letztens nochmal eine kleine, kleines Update dazu gepostet hat. Er hat nämlich gesagt, dass dieses geplante DLC leider auf einen späteren Monat verschoben wurde, und das hat er halt im Juni gepostet. Ja, das bedeutet, im Juni, diesen Juni, wird es ganz bestimmt nicht mehr erscheinen, das neue DLC. Das heißt, wir können schon mal getrost sicher sein, dass diesen Juni kein DLC mehr kommt, aber da hätten wir halt nur noch nächsten Dienstag auf jeden Fall zur Verfügung, das wäre der 26., weil dann ist der Monat auf jeden Fall schon wieder vorbei, und dann haben wir Juli, und da wäre dann die Möglichkeit, die nächste Möglichkeit, ja, der 3. Juli, das wäre auch wieder ein Dienstag. Und ich muss sagen, wir hatten jetzt ja vor kurzem nämlich nochmal die Aktion, wo wir, glaube ich, eine Woche lang doppelte Dollar und doppelte RP auf ausgewählte Heists bekommen haben, also auf die ausgewählten Raubüberfälle. Und wenn Rockstar Games sowas macht, kann man sich immer sicher sein, yo, bei Heists gibt es immer einen enorm hohen Payout, also du kannst mega viel Geld verdienen. Und wenn Rockstar Games so eine Woche wieder anbietet, dass es doppeltes Geld auf Heists gibt, dann kann man sich immer sicher sein, das nächste DLC steht wirklich kurz vor der Tür, weil Rockstar Games haut dann dieses DLC raus, die Preise werden da ziemlich hoch sein, und weil dann halt wieder Leute sagen, ja, aber wie sollen wir denn so viel Geld bekommen, das sind ja total unrealistische Preise, kann Rockstar Games halt sagen, ja, deswegen hattet ihr die Möglichkeit, doppeltes Geld von den Raubüberfallen zu bekommen. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Jetzt hatten wir vor kurzem dieses Angebot, dass wir wieder doppeltes Geld bekommen haben auf den Raubüberfallen, und damit will uns halt Rockstar Games mitteilen, yo, wir geben dir jetzt schon die Möglichkeit, mega viel Geld zu sparen, also mach das auch, weil bald wirst du es auf jeden Fall brauchen. Und deswegen denke ich tatsächlich, das nächste GTA 5 Online DLC wird am 10. Juli 2018 erscheinen. Das ist auch wieder natürlich ein Dienstag. Es kann jetzt aber natürlich sein, dass Rockstar Games das schon früher veröffentlicht oder ein bisschen später. Ich glaube aber, der 3. Juli, der wäre ein bisschen zu knapp, weil vielleicht bekommen wir vorher nochmal so eine kleine Aktionswoche, irgendwie, wie man nochmal doppeltes Geld oder so verdienen kann. Und wenn es diese Aktionswochen gibt, innerhalb von diesen Wochen kann nie ein neues DLC kommen. Also man muss erst warten,
warten, bis es keine neue Boni-Woche gibt und dann kann halt ein GTA 5 Online-DLC erscheinen. Von daher denke ich, 10. Juli 2018 auf jeden Fall realistisch. Es könnte aber auch der 3. sein oder der 17. Aber wir beziehen uns einfach mal drauf, sollte es der 3. Juli werden, gibt es da natürlich auch Videos hier auf diesem Kanal. Also ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen, dass ihr das dann verpasst oder vergesst oder gar nicht mitbekommt, dass das DLC jetzt doch früher rauskommt. Ja, das ist ja das Tolle hier auf dem Kanal. Da haue ich direkt die Infos raus, wenn es da was gibt. Also sobald wieder neue Leaks auftauchen oder auch von Rockstar Games was Offizielles, lade ich das direkt hier hoch und gegebenenfalls spekuliere ich dann auch über einen neuen Release Date. Aber Stand jetzt, ich kann jetzt natürlich auch nicht in die Zukunft blicken, denke ich, dass der 10. Juli relativ realistisch ist. Wie gesagt, es kann auch der 3. sein mit ein bisschen Glück und wenn wir Pech hätten, dann wäre das der 17. Juli und dann, ja, würden wir fast 4 Monate tatsächlich auf dieses DLC warten und das wäre auf jeden Fall ziemlich unglaublich, wenn das wirklich der Fall wäre. Ja, warum geht das neue DLC? Das können wir jetzt auch schon spekulieren, denn der Leaker Jan2295, der hat auch etwas dazu ja auf Instagram bzw. auf Twitter gepostet. Denn er hat halt geschrieben, dass das neue GTA 5 Online DLC ein Nightclub DLC sein soll. Ja, vielleicht können wir uns eigene Nachtclubs kaufen, vielleicht müssen wir aber auch Raubüberfälle auf die Nachtclubs verüben und ja, das neue DLC wird sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Vielleicht geht es auch in die Richtung CEO-mäßig und wir müssen irgendwie Sachen aus Nachtclubs stehlen. Das weiß er selber auch noch nicht so genau, aber wir wissen auf jeden Fall das Thema und Rockstar Games hat ja auch auf Instagram, Twitter und Facebook bekannt gegeben, dass jetzt im Sommer neue Musik zu GTA 5 Online hinzugefügt wird mit neuen Bands und das würde natürlich mega viel Sinn machen, dass wir dann mit so einem Nachtclub-DLC auch einen neuen Radiosender mit neuer Musik bekommen, denn dann läuft in diesem Nachtclub zum Beispiel diese neue Musik, die wir dann bekommen. Von daher ist das auch ein Hinweis, dass es auf jeden Fall über Nachtclubs handeln wird. Wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, Jan hat dann aber auch nochmal gesagt, dass er gehört hat, dass dieses Nachtclub-DLC doch etwas verschoben wurde. Eigentlich sollten wir das zum Beispiel schon bekommen haben, aber wie gesagt, es wurde ein bisschen verschoben. Das hat aber auch einen wirklich guten Grund, denn wie Jan sagt hier, dieses DLC wurde zwar verschoben, aber dafür wurden 2 geplante DLCs vereint. Das bedeutet, das DLC, was wir jetzt dann bald bekommen werden, am 10. Juli ungefähr, hoffentlich, das werden dann Content enthalten aus 2 neu geplanten DLCs. Das bedeutet, man hat natürlich noch geplantere weitere DLCs und da hat man einfach sich 2 DLCs genommen und hat die miteinander verbunden. Das bedeutet, dieses DLC wird dann auf jeden Fall bombastisch riesengroß sein. Ich denke, es wird ungefähr die Größe vom Smugglers One DLC haben. Das hat ja auch enorm viel Content. Oder auch Doomsday heißt. Auf jeden Fall wird dieses DLC eins der größten, wenn wir hier Jan glauben können. Aber da kann ich auch sagen, Jan ist einfach ein sehr zuverlässiger Leaker. Das hat er in den letzten fast 5 Jahren jetzt oft genug bewiesen, dass er auf jeden Fall Ahnung hat, wovon er redet und er auch vertrauenswürdige Quellen vor allem Dingen hat. Von daher können wir uns sicher sein, Nachtclub wird sein, es wird höchstwahrscheinlich im Juli rauskommen und es wird einfach bombastisch riesig groß, weil er sagt selber, 2 Updates in einem Update, das kann einfach nur groß werden. Ja, und da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt und sollte es da wie gesagt Infos geben, seien es jetzt von Jan irgendwelche Leaks oder seien das von Rockstar Games offizielle Screenshots oder andere Ankündigungen, dann haue ich dir auf jeden Fall hier auf diesem Kanal natürlich raus und wie gesagt, sollte sich dann da der Release ändern oder sollten wir vielleicht auch von Rockstar Games einen offiziellen Release-Datum wissen, dann wird es dazu natürlich dann auch hier auf diesem Kanal die Infos geben oder da kannst du mir dann nochmal natürlich gerne auf Instagram und Snapchat folgen, weil da poste ich die Sachen dann auch immer direkt, wenn Rockstar Games irgendwas ankündigt, bin ich da immer direkt am ersten aktiv, weil auf Snapchat und Instagram geht es halt am schnellsten was zu posten, ja, aber da gibt es dann direkt die Infos, das bedeutet, wenn ihr mir auf Snapchat folgt, immer schön die Story guckt, dann wisst ihr das auf jeden Fall. Und wenn ihr das nicht macht, kein Problem, dann wartet ihr einfach 3-4 Stunden länger, weil dann ist auch das Video immer online. Beziehungsweise, naja, bei DLCs muss man ja nicht so viel recherchieren, da liest man ja eigentlich nur vor, da ist dann das Video auch 2 Stunden später online auf jeden Fall. Ja, aber gut, das war's jetzt auch hier mit diesem Video zu dem neuen GTA 5 Online DLC, wann es rauskommt und worüber es geht. Wie gesagt, sind nur Leaks, sind keine offiziellen Informationen, aber wie gesagt, der Jan2205, der ist einfach extrem zuverlässig und ich hab's euch ja auch mit der Musik gesagt, Rockstar Games hat das zum Beispiel mit der Musik selber angekündigt, dass wir da neue bekommen. Von daher denke ich, das können wir eigentlich schon für bare Münze nehmen. Wir müssen jetzt nur noch warten, wann es rauskommt. Aber wie gesagt, soll es Infos dazu geben, haue ich die hier auf YouTube auf jeden Fall raus. Aber gut, das war's dann jetzt hier auch schon wieder mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, kannst du mir das natürlich gerne zeigen mit einem Daumen nach oben oder auch einem positiven Kommentar. Und abonnieren kannst du diesen Kanal natürlich auch gerne für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Und dieses Video kannst du auch gerne nochmal mit deinen Freunden und Kollegen teilen, weil ich bin mir sicher, dass du noch
noch ein paar Kollegen hast, die auch GTA 5 spielen, ja, und die werden sich wahrscheinlich auch über das neue DLC gerne informieren wollen, beziehungsweise die interessiert einfach die neuesten Informationen. Okay, das war's jetzt aber auch und bis wir uns wiedersehen. Würde ich sagen, wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Sorry, dass ich gerade ans Mikro